Wunderschönen guten Morgen. Ja, ich begrüße euch nochmal hier, das letzte Mal hier von unserer Unterkunft aus. Ja, was steht heute auf dem Programm? Wir fliegen heute von Mahé auf Pralar mit so einem kleinen Propellerflugzeug. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Und da wollte ich euch gerne mitnehmen. Jo, wir fahren jetzt nochmal kurz Geld abheben an so einem ATM-Automaten. Dann geht's schon zum Flughafen. Beim Flughafen angekommen. Ja, guckt euch das mal an. Hier im Hintergrund diese Berge mit dem Nebel oder den Wolken. Hier ein paar Flugzeuge. Ja, wir haben uns für den kleinen Flieger entschieden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit einer Fähre zu fahren. Aber das kostet nur 50 Euro weniger, dauert 1,5 Stunden und der Ozean ist halt sehr unruhig und voll viele haben halt berichtet darüber, dass die seekrank wurden. Deswegen haben wir uns einfach für den Flieger entschieden. Ist auch mal cool, mit so einem kleinen Flugzeug zu fliegen. Der dauert nur 15 Minuten, also das ist der kürzeste Flug bis jetzt für uns. Ja, wir sind mal gespannt, wie es wird. Das ist unser Flieger. Damit fliegen wir jetzt. Ja, wir sind jetzt drin, ne? Also es ist ziemlich klein. Es ist viel kleiner als bei den Malediven, wo wir waren. Ja, voll süß eigentlich. Da muss man auf Gebück gehen. Da ist das Cockpit. Ja, man sieht nicht so gut mit dem Licht. Da sind wir gelandet, gerade hier mit diesem Flieger sind wir geflogen. Ja, war cool, 12 Minuten nur. Richtig geil, schnell. War teilweise auch wackelig, auf jeden Fall eine coole Erfahrung gewesen. Ja. Ich nehme euch mit. Ich glaube, wir gehen gleich einkaufen, was auch immer. Erstmal brauchen wir auch unseren Wagen. Ja, wir werden sehen. Jo, wir sind hier gerade angekommen. Jetzt eine kleine Roomtour. Für euch. Sehr modern. Hier ist so ein Tisch, auch ganz entspannt, eine Küche, damit ich mal was holen kann, selber was kochen, Mikrowelle, alles da, sogar ein Backofen, ein Fernseher. Gleich zeige ich euch unseren Balkon, eine Toilette, auch ganz entspannt, ja, sogar mit einer Arschdusche, ja, ganz wichtig. So, alles da. Und hier ist unser Schlafzimmer. Haben die sehr schön gemacht, hier sogar hier mit so einer Schildkröte, mega schön. So ist die Aussicht von hier. Ja, ist geil. Zack. Ja, so ist sogar ein Schrank hier, ein Spiegel. Sehr schön. So sieht es auf unserem Balkon aus. Ja, da ist sie. The Night Girl. Schick. Pfeifen. Juckt, ne, von den Moskitos. Hier sogar ein Pool haben wir am diesen Junge. Geil. Hier kann man sogar reinspringen. Da werden schon die ein oder anderen Backflips runtergemacht, sag ich dir. Naja, eigentlich nur den einen. Wir sind hier nur einen Tag. Dann gehen wir zu einer anderen Unterkunft. Gehen uns jetzt erstmal was zu essen holen. Und zwar, ja, das zeige ich euch gleich. Und gleich kommt auch noch das schöne Auto, was wir bekommen haben. Richtig geil. So gelb, so ein Kia, so ein kleiner, so ein richtiger Touri-Wagen ist das. Oh, da stehen voll geil, ja. Und da gehen wir jetzt essen, bei Max Takeaway. Der soll anscheinend gut bewertet sein. Stehen auch viele an, spricht für sich, ne? Wir wollen ja keinen Durchfall bekommen. Das schaut gut aus. Wir haben die heiße Ware hier.
Schmeckt gut. Aber beim anderen war das noch zarter, noch zärter. Ja, in dem Sinne, der erste Biss war lecker. Dann verabschiede ich mich kurz von euch. Ja, hier ist unser Auto, was wir bekommen haben. Richtig süß, so klein, Alter. Ja, perfekt eigentlich hier für die Insel. Hier sind alle Parkplätze auch relativ klein und so. Die Straßen sind relativ eng. Ja. Schickes Teil, ey. Schickes Teil, Junge. Reicht. Automatik auf ganz entspannt. Guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Passend hier zur Farbe. So ein Red Bull. Aber so eins habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das so ein Original Red Bull ist von früher oder so. Kein Plan. Aber gleich kommt der Geschmackstest. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Nehmen wir mal einen Sip. Oha. Das ist einfach ohne Kohlensäure. Es gibt noch so ein thailändisches Energy-Getränk. Ich muss aber gerade mal nachlesen, wie das heißt. Ganz genau so schmeckt das. Einfach ohne Kohlensäure. Komisch. Aber hat auch was. Auch wenn man es erst nicht glaubt, aber ohne Kohlensäure geht das auch runter. Das ist anscheinend eine thailändische Version von Red Bull, aber das hat jetzt nichts mit dem globalen Unternehmen Red Bull zu tun, sondern das ist einfach nur so eine thailändische Version, die von einem Österreicher sogar gegründet wurde. Ja, aber krass, weil das Logo, das ist ja eigentlich gleich und hier auf dem Deckel ist ja auch noch so ein Bulle, ganz genauso wie bei dem Red Bull, wie man den bei uns kennt. So schaut es hier gerade aus. Der Blick von unserem Balkon aus. Ja, wie ihr bemerkt, das Wetter ist jetzt nicht so gut. Es hat halt gerade die ganze Zeit geregnet. Gleich wird es wahrscheinlich auch weiter regnen. Und ja. Also, ihr habt ja viel gesehen heute, wie wir mit dem Flugzeug geflogen sind. War auf jeden Fall mega interessant, das mal zu sehen und so, selbst damit zu fliegen. War schon wackeliger als sonst, ne? Ja, ansonsten, ihr habt gesehen, was wir gegessen haben. Hier, Takeaway ist halt meistens am günstigsten, anstatt man selber was kocht und so. Ja, kann man nur weiterempfehlen. Die Preise sind jetzt auch nicht so teuer. Und wir werden wahrscheinlich nichts mehr machen, ganz entspannten Sonntagabend. Vielleicht nochmal kurz einkaufen. Ja, ich denke hier ganz entspannt, nichts mehr. Und die nächsten Tage nehme ich euch mit. Und zwar sind wir, als wir vorbeigefahren sind, habe ich noch ein Fitnessstudio gesehen. Kein Fitnessstudio, sondern eher so ein Outdoor-Gym, so am Strand. Mit so ein paar Geräten, das würde ich mir gerne mal anschauen, da ein bisschen pumpen, euch das gerne mal zeigen. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, ne?